Wie viele meiner Kollegen habe auch ich unglaublich viele Patienten mit Postwachsymptomen. Das Paul-Ehrlich-Institut muss das endlich mal ernst nehmen. Ich sehe das durch chronologisch erhobene Anamnesen, in denen ich die Beschwerden sehe und sehe, wann sie und in welchem Zusammenhang sie aufgetreten sind. Ich überprüfe meine Hypothese mit Laborwerten und die sind häufig enorm erhöht, was wiederum darauf hindeutet, dass langfristig Spike-Proteine produziert werden. Und auch pathophysiologisch macht es Sinn, wenn Spike-Proteine vorhanden sind, weil das die beschriebenen Beschwerden der Patienten erklärt. DNA-Verunreinigungen in den Impfstoffen wären eine Erklärung, weshalb dauerhaft Spike-Proteine gebildet werden. Was macht das Paul-Ehrlich-Institut? Es verlässt sich auf Angaben der Hersteller und weigert sich, eigene Untersuchungen durchzuführen. 30 vom MDR angefragte Labore hatten offensichtlich Angst, diese Untersuchungen durchzuführen. Warum? Was ist da los? Wir Ärzte und auch unsere Patienten erwarten, dass das Paul-Ehrlich-Institut diesen Hinweisen, die es mittlerweile von mehreren Laboren bekommen hat, proaktiv nachgeht. Machen Sie Ihren Job.